Im Zuge der modernen Ernährung und dem wachsenden Wunsch der Verbraucher nach regionalen und gentechnikfreien Nahrungsmitteln erlebt sie eine Renaissance. Die rheinische Ackerbohne, Heimat, die man schmecken kann. Wir wollen einfach mehr über dieses Nahrungsmittel erfahren. In den 50er Jahren ein beliebtes und wichtiges Nahrungsmittel, stellte die Ackerbohne doch die Versorgung mit wertvollen Proteinen sicher. Im Rahmen der Globalisierung wurde sie jedoch durch Importeiweiß, in erster Linie der Sojabohne, in eine unbeachtete Nische verdrängt. Maria und Karl Adolf Krämer wollen die Ackerbohne wieder in das Bewusstsein der Menschen bringen. Man muss sich einfach nur zurückbesinnen auf die 50er Jahre oder die Nachkriegsjahre, da gab es ja relativ wenig Fleisch und die Ackerbohne war als einzige Eiweißpflanze auf dem Feld und stellte damit die Grundversorgung sowohl für Tier als wie auch für den Menschen dar. Sie war einfach von jedem Mann anzubauen und von daher auch leicht verfügbar. Sie ist ein glutenfreier und fettarmer Eiweißlieferant, hat einen Proteingehalt von 25-30%, wenig Fett und reichlich Ballaststoffe. Die Ackerbohne wurde bisher eigentlich hauptsächlich in der Tierfütterung eingesetzt und wir haben vor einem Jahr angefangen mit mehreren Bäckereien, da ein sehr leckeres Brot draus zu machen und bewährt hat sich die Kombination aus 60% Dinkel und 40% Ackerbohnen. Der Vorteil von dem Brot ist, es sind weniger Kohlenhydrate drin, dafür mehr Eiweiß, mehr Ballaststoffe. Das ist sehr gut für Sportler, für Ernährungsbewusste, für Diabetiker, weil da der Blutzuckerspiegel nur geringfügig ansteigt und dann sofort wieder auf Normalwert runtergeht. Über die Tierfütterung ist die Ackerbohne schon länger bekannt und die ist hauptsächlich in der Milchviehhaltung, bei den Eiern und beim Fleisch wird sie dann eingesetzt. Und somit hat man praktisch ein gentechnisch freies Futter, was den Tieren zur Verfügung gestellt wird, was hier in der Region angebaut wird. Um den regionalen Anbau zu fördern, gründen die Eheleute Krämer mit anderen Gleichgesinnten 2017 den gemeinnützigen Verein Rheinische Ackerbohne e.V., dessen Arbeit mit einem Programm der Europäischen Union gefördert wird. Auch NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser hebt den regionalen Anbau, der sich über das gesamte Rheinland erstreckt, sowie die daraus resultierenden Vorteile noch einmal hervor. Landwirte, Bäcker und Metzger schildern eindrucksvoll die Verwendung der rheinischen Ackerbohne und die dadurch resultierende Verbesserung ihrer Produkte. Mittlerweile haben Bäcker aus Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Münster und Heinsberg mit ihr ein neues Brot kreiert. Wenn es zu Beginn auch nicht ganz so einfach war. Die ersten Versuche waren also wirklich nicht zu gebrauchen. Es hat ca. 10 Backversuche gebraucht, bis das Brot entstanden ist. Und seitdem ist es im festen Programm, sind innerhalb 2 Jahre. Und bietet eine Menge Vorteile. Schöne Frischhaltung, Eiweiß angereichert, ballaststoffreich und halt einen eigenen typischen Geschmack. Auf dem Schlickhof in Hilfahrt mischt Manfred Hermanns die Ackerbohne bereits seit längerem in den Futtermix seiner Hühner. Für eine noch bessere Qualität seiner Ruhrtaleier. Wir füttern die rheinische Ackerbohne, weil sie hier vor Ort wächst. Also eine tolle Eiweißkomponente für unsere Hühner ist und unsere Hühner damit sehr gesund und vital bleiben. Auch Wurstspezialitäten Esser setzt auf die rheinische Ackerbohne. Sie kommt bei der Fütterung seiner Duress-Schweine zum Einsatz. Wir sind stolz darauf, dass wir ein ehrliches, gutes Stück Fleisch haben, was schmeckt. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich ein Produkt habe, was schmeckt oder etwas teurer ist, dann will ich das genmanipulierte Soja nicht dabei haben. Das ist nämlich negativ. Und wir haben hier das große Glück, dass wir heute sagen können, wir haben den Saathersteller, wir haben den Bohnenproduzenten, wir haben den Fleisch, den Schweinemester und wir haben den Metzger auch noch hier vor Ort. Das heißt, jeder Kreislauf ist rund und es ist das Beste, was wir der Region hier vor Ort bieten können. Ein Lebensmittelkreislauf von vorne bis hinten. Und da sind wir froh, dass wir das, was dem Kunden anbieten können. Auf Hof Lindenau, dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Krämer in Linnisch-Kofferen, ist das Interesse an den Verwendungsmöglichkeiten der rheinischen Ackerbohne groß. Doch nicht nur die Nutzung, sondern auch die Pflanze selbst hat so einiges zu bieten.
Das ist, dass sie einfach für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge einen optimalen Lebensraum bietet, weil sie über 6 bis 8 Wochen lang blüht. Und in dieser Zeit, und das ist von Mai bis Juni, der Biene und auch der Hummel reichlich Nahrung zur Verfügung stellt. Und wichtig ist, dass gerade in dem Zeitpunkt ja relativ wenig andere Pflanzen blühen, sodass die Biene vom Raps und von den Obstblüten letztendlich in unsere Felder dann reinkommt und dementsprechend auch diesen Tieren sehr viel Nahrung zur Verfügung stellt. Ja, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die Hummel erst in die Blüte klettern muss, damit dann die Biene überhaupt da rein kann. Und das ist eigentlich eine super Teamwork von der Natur und da sieht man mal, wie schön das alles ineinander spielt. Die Rheinische Ackerbohne, ein regionaler, gentechnikfreier Eiweißlieferant.